Bitte sag's uns. Wie lautet deine Entscheidung? Wer wird gehen? Stephanie oder ich? Schatz, er würde nie seinen Sohn feuern. Er braucht niemanden, der ihm sagt, was er zu tun hat, Brooke. Stephanie, danke. Zum ersten Mal sind wir uns in einem Punkt einig. Mein Vater weiß immer, was das Beste für die Firma ist. Also, wer verlässt Forrester Creations Dad? Verheimlichst du mir irgendwas? Was ist hier wirklich los? Da ist etwas, ich spüre es. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich bin total durcheinander. Es ist alles so unwirklich seit Phoebes Tod. Okay, aber das ist kein Grund, unsere Beziehung zu beenden. Es geht um mehr. Um was? Um was? Inwiefern? Ich will nicht unfair zu dir sein. Unfair zu mir? Du hast jemanden kennengelernt. Gibt es einen anderen Mann in deinem Leben? Ich weiß, wie sie sich fühlen. Sie fehlt mir auch. Jeden Tag. Kann ich was für Sie tun, Madison? Nun, Ihre Mutter und Rick sind gerade in das Büro ihres Vaters gestürmt und sie streiten sich da drin ganz schrecklich. Wissen Sie denn, worum es geht? Ja, Mrs. Forrester will, dass Rick aus der Firma geht. Warum siehst du mich so an? Ich liebe dich, das weißt du, Rick. Klar weiß ich das. Du hast es nicht immer gewusst. Du hast mich oft manipuliert und mir Lügen aufgetischt. Unreife und unnötige Aktionen waren das. Ich habe so eine Behandlung nicht verdient. Nein, so eine Behandlung hast du nicht verdient. Hör zu, ich übernehme die volle Verantwortung. Du hast jedes Recht der Welt, wütend auf mich zu sein, aber bei allem Respekt, was heißt das? Dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Weil du mich zum Präsidenten gemacht hast? Ja. Dieser Job erfordert Führungsqualitäten. Das heißt, man muss ein Team bilden und die Mitarbeiter motivieren können. Aber was läuft bei dir und Stephanie? In diesen Büros findet ein schmutziger Kleinkrieg statt. Und das hier ist schon schlimm genug. Es könnte aber noch schlimmer für dich werden, wenn du die Mitbegründerin dieser Firma feuern würdest. Sie ist in mein Büro reingeplatzt und hat mir diesen Mist hingeknallt. Ich muss dich einfach zur Rechenschaft ziehen, weil es sonst niemand tut. Können wir die Sache mal auf den Punkt bringen? Heißt das, Stephanie bleibt und ich bin raus? Willst du das damit sagen? Es stimmt. Nicht wahr? Du hast jemanden kennengelernt. Ich will mich einfach noch nicht mit dir festlegen. Aber bis vor 3 Wochen wolltest du es. Es hat sich etwas geändert. Da ist ein anderer Mann im Spiel. Das heißt, ich kann dich einfach nicht heiraten. Lassen wir es so, wie es ist. Also werden wir nur Freunde sein. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Später vielleicht. Ich will nicht unfair zu dir sein. Es tut mir leid. Ja. Mir auch. Hör zu. Ich muss jetzt los. Okay. Kannst du wirklich allein zurückfahren? Ja. Es wird schon gehen. Du musst jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn du mich feuern willst, tu es. Ich will, dass du dir eingestehst, was du getan hast. Bei allem Respekt, Dad, das tue ich, seitdem Phoebe gestorben ist. Vor dir, vor allen.
Eingeständnisse haben ihre Konsequenzen, Rick. Und das hast du noch nicht akzeptiert. Er gehört nicht ins Gefängnis, wenn du das damit meinst. Nein, aber ich finde auch nicht, dass er in die Chefetage unserer Firma gehört. Es geht mir um eins, Rick. Du hast in letzter Zeit ein paar sehr schwere Fehler begangen. Und ich möchte sehen, dass du aus ihnen etwas gelernt hast. Ich weiß nicht, was du noch von mir erwartest. Ich zerfleische mich deswegen seit einem Monat. Du sollst dich nicht zerfleischen. Ich erwarte, dass du mit Stephanie und Rich zusammenarbeitest. Ich dulde keinen Egoisten in dieser Firma. Der meint, er sei größer und viel wichtiger als die Gewinnspanne. Oh, die ist dir offensichtlich ziemlich egal. Merkst du nicht, in welche Richtung du unsere Firma führst? Und in welche Richtung führen Sie sie, Stephanie? In diesem Interview haben Sie uns zum Narren gemacht. Wissen Sie was, Donna? Sie muss niemand zum Narren machen. Das schaffen Sie schon selbst. Ich will das jetzt klären. Stehst du zu diesem Interview, das du diesem Magazin gegeben hast? Du verteufelst meinen Sohn. Du verteufelst ihn vor aller Welt. Was ist mit unserem Sohn? Warum muss Riches hinnehmen, ihn täglich Unser hier Sohn ein- und ausgehen zu sehen? Unser Sohn versucht, bei alledem Ruhe zu bewahren. Und ich zolle ihm die größte Hochachtung dafür. Oh Gott! Ich habe dich davor gewarnt, meine Liebe, und das bestimmt nicht zum ersten Mal. Und jetzt zwingst du mich, eine Entscheidung zu treffen. Was genau soll das heißen? Ich lasse mich von dir nicht einschüchtern. Wenn du das hier in ein Ultimatum verwandelst, schwöre ich dir, dass du die Firma verlässt. Du wirst mit Rick zusammenarbeiten. Ich lasse es nicht zu, dass ihr zwei hier weiter Machtkämpfe ausfechtet. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Ich verstehe, du feuerst also keinen von uns? Ich werde euch beide feuern, wenn das nicht aufhört. Ich habe in diesem Geschäft zu viel erlebt, um mir das anzutun. Erst verlogen. Genau wie seine Mutter und ihre Schwester. Aber du lässt diese Ladies in dieser Familie rumtanzen, in deiner Firma und in deinem Bett. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich überhaupt noch, wofür diese Firma ursprünglich stand, Eric? Wenn du für die Zukunft diese Firma auf ihn setzt, wenn du glaubst, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dann hast du Probleme. Er macht uns pleite. Ich stehe zu dir, mein Sohn. Du wirst Präsident bleiben, okay? Aber solange Rich Geschäftsführer dieser Firma ist, erwarte ich eine effektive Zusammenarbeit mit ihm. Verstehe. Danke. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Ich will in deine Streitereien nicht reingezogen werden. Ich will hier einfach nur arbeiten. Ja, während du arbeitest, intrigiert Rick. Er will nämlich unbedingt, dass ich aus der Firma rausfliege. Das würde Dad nie akzeptieren. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, Ridge. Dein Vater hat nämlich Schuldgefühle. Er glaubt, er hat seine Kinder nach der Scheidung von Brooke im Stich gelassen. Und genau das spielt Rick aus. Glaub mir. Wir müssen hier einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden, ihn aus der Firma zu entfernen. Wenn wir es nicht tun, wird er alles kaputt machen. Übrigens auch die Familie. Rick, ich bin's. Ich muss dich sehen. Bitte komm nach Big Bear. Hoffentlich kriegst du die Nachricht bald. Du warst fantastisch. Stephanie denkt da sicher anders. Wie du ihr Kontra gegeben hast, Eric. Das war einfach großartig. Ich weiß, ja. Ich hab's ungern getan. Ich habe eine Familie mit ihr gegründet. Du warst immer für sie da. Aber diesmal ist sie zu weit gegangen. Oh, allerdings. Das ist sie. Und das musste ihr mal gesagt werden. Oh Gott, warum muss sie denn nur so negativ sein? Weißt du, es gab eine Zeit, in der sie damit durchgekommen wäre. Jetzt nicht mehr. Damit ist nun Schluss. Ich liebe dich über alles. Und ich hoffe, dass diese Kraft, die du gefunden hast, ich hoffe, ich habe etwas damit zu tun. Oh, Baby. Ich arbeite nicht mit Brick. Ich will nicht mal seinen Namen hören.
Nun, leider steht das nicht zur Debatte. Für mich schon, Mutter. Weißt du, was ich hier seit einer Stunde mache? Ich denke an Phoebe. Das tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen, darüber hinwegzukommen. Wenn du seinen Namen nicht erwähnst, wäre das sehr hilfreich für mich. Ich hoffe, du hast heute etwas gelernt, Stephanie. Ich habe nur mitgekriegt, dass dein verzogener Bengel seinen Vater um den kleinen Finger gewickelt hat. Dann hast du dich geirrt. Ich habe nämlich etwas anderes gesehen. Hör zu, wenn ihr euch weiter streiten wollt, macht das gefälligst woanders. Ich bitte dich, Rich, das betrifft auch dich. Das ist typisch für dich. Du isolierst den Forrestermann vom Rest der Familie und lässt deinen Zauber wirken. Und was machst du? Du gibst ein Interview und verleumdest die Firma und ihren Präsidenten. Wieso trittst du die schlimmste Tragödie in unserem Leben in der Presse breit? Was bezweckst du damit, Stephanie? Dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, das bezwecke ich damit. Nein, nein, Rick ist überhaupt nicht der Punkt. Du benutzt ihn als Waffe für deinen Rachefeldzug gegen mich, weil ich Rich geheiratet habe und Donna nun Erics Frau ist. Es geht immer um dich. Du oder Donna. Die Tatsache, dass dein Sohn Phoebe auf dem Gewissen hat, scheint dich überhaupt nicht zu belasten. Jetzt hör endlich auf! Du sprichst über meine Tochter und die hältst du bitte aus solchen Streitgesprächen raus. Ist das klar? Also, ich sag's jetzt nochmal. Wenn ihr draußen weiter diskutieren wollt, bitte, hier ist die Tür. Hey. Rick, du hast also meine Nachricht gekriegt? Welche Nachricht? Du hast sie nicht gekriegt? Aber wieso bist du dann hier? Tja, also... Ich weiß, ich sollte mich besser zurückhalten, aber der Gedanke, dass du und Marcus hier oben alleine seid, hat mich verrückt gemacht. Wo ist er? Er ist nach Hause gefahren. Habt ihr zwei... Nichts passiert. Nun, es ist schon was passiert. Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe noch so viel Arbeit, Donna, so viel Arbeit, glaub mir. Wie wär's, wenn du erstmal eine Pause machst? Ich habe das Gefühl, als würde ich schon den ganzen Tag Pause machen. Nein, nein, Eric, das war keine Pause, das war ein Desaster. Das kommt auf selber raus. Honigbär, hol deinen Honig. Donna, weißt du was? Ich liege mit meinem Pensum weit hinten. Wieso bist du nicht hinten bei mir? Schatz, wenn ich das nicht fertig mache. Oh, was? Was? Ich muss das jetzt machen. Ich glaube, dass du jetzt etwas ganz, ganz Süßes brauchst. Nein, nein, lass das. Nein, nicht Donna. Donna, wer kommt? Schatz, versteh doch, ich muss jetzt. Bitte lass das. Hör auf damit. Das ist so, so köstlich. Ja? Das ist nicht das, was ich jetzt machen sollte. Was musst du jetzt machen? Eine Sekunde. Oh, das ist köstlich. Rich, es tut mir leid. Ich hätte nicht mit Stephanie streiten dürfen. Ich hätte es wissen müssen. Tja, das war heftig. Kann ich irgendwas für dich tun? Das hat sie mich auch gefragt. Erwähne bitte den Namen deines Sohnes nicht, okay? Ich versuche ihn nicht zu hassen, Brooke. Es geht mir viel besser, wenn ich nicht an ihn denke. Aber wenn ich's tue, denke ich an Phoebe. Und was noch viel schlimmer ist, ich denke an Steffi und wie er sie benutzt hat. Und weißt du was? Ich glaube, ich könnte dann die Beherrschung verlieren. Marcus hat dir einen Antrag gemacht? Er hat mich damit total überrascht. Hat er das nur irgendwie gesagt oder? Nein, er hatte den Ring schon da. Er meint's ernst. Ehrlich? Ja.
Er war so süß dabei, Rick. So respektvoll. Er wollte es einfach richtig machen. Wow. Er hat wirklich Klasse. Das hast du auch verdient, Steffi. Ein Mann, der dich zu schätzen weiß. Dass ich ihn heirate, willst du bestimmt nicht. Ist nicht meine Sache. Nein. Nein, natürlich nicht. Hör zu, Marcus ist ein guter Junge. Er liebt dich. Ich verstehe das. Aber willst du das? Also ich bestimmt nicht. Ehrlich? Nein. Ich will das nicht. Heirate Marcus nicht, denn ich liebe dich. Wo ist Ridge? Er ist schon gegangen. Oh, du wolltest mich sprechen? Wir sollten unsere Debatte zu Ende führen. Du hattest einen ziemlich miesen Tag, nicht wahr? Es gab schlimmere. Ich glaube, das habe ich schon mal von dir gehört. Es ist noch nicht vorbei. Für mich schon. Ich habe die Partie gewonnen. Ach, wirklich? Träum weiter, Stephanie. Das ist alles, was dir bleibt. Deine Träume. Du hattest vor einer Weile auch einen Traum, nicht wahr? Dass du und Rich zusammenkommen, oder? Meine Träume basieren auf Liebe. Deine basieren nur auf Hass. Nein, in meinen Träumen geht es um Familie und Liebe. Deine Träume basieren natürlich alle auf Sex. Und das verstehe ich. Bei mir war das früher auch so. Aber du weißt ja, wie es in einer Ehe läuft. Es kommt zu Problemen und Sorgen, die man nicht im Bett aus dem Weg räumen kann. Und das ist hier der Fall. Ein Ehemann, der deinen Sohn immer verabscheuen wird. Mein Ehemann hat Rick akzeptiert. Ich habe immer gedacht, du und Rich, ihr würdet euch selbst zerstören. Ich habe mich geirrt. Weißt du, was ich denke? Rick erledigt das für euch. Den richtigen Hochzeitsplaner zu finden, ist ganz schön viel Arbeit. Die haben alle gute Ideen. Vor allem Patrice. Obwohl ich glaube, dass 6 Stehgeiger vielleicht ein bisschen zu viel wären. Was denkst du? Schatz? Ich möchte einfach, dass du glücklich bist. Ich finde, du sollst genau die Hochzeit haben, die du haben willst. Egal wie grandios oder wie teuer sie ist. Es ist dein Tag und ich möchte, dass er dir immer in Erinnerung bleibt. Das wird er bestimmt. Ich heirate doch meinen Traumprinzen. Und das sage ich nicht einfach nur so dahin, Nick. Ich bin nämlich hoffnungslos verliebt in dich. Ich würde euch zwei nie allein lassen. Das weiß ich, das könntest du nicht. Thank you.
Hey, Marcus, du bist schon zurück? Oh, hi, Bridget. Entschuldige, ich habe dich gar nicht gesehen. Oh, ist schon gut. Ich dachte nur, du bist in Big Bear mit Steffi. Es geht mich ja nichts an, aber ist alles okay? Du machst so einen verstörten Eindruck. Das ist gut möglich. Es geht um Steffi. Sie hat mich total vor den Kopf gestoßen. Ehrlich? Was hat sie denn getan? Es gab einen Grund, warum ich überhaupt mit ihr nach Big Bear gefahren bin. Ich habe dort um ihre Hand angehalten. Oh. Ich liebe dieses Mädchen über alles, Bridget. Ich dachte, sie liebt mich auch. Steffi bedeutet mir mehr als ich jemals dachte. Es ist, als ob ich träumen würde. Ich will nicht, dass dieser Moment jemals endet. Diese Bräute sehen so glücklich aus. Ich weiß, das ist Unsinn. Das sind Models, die eine Stimmung transportieren, aber ich schätze, wir alle wollen auch glauben, dass eine Ehe so abläuft, oder? Weiße Schleier, Liebesschwüre und eine glückliche Familie. Davon habe ich immer geträumt. Sogar als die Ehe meiner Eltern in die Brüche ging. Aber sie haben es geschafft. Es läuft wieder gut bei ihnen. Und bei mir läuft es auch ganz toll. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht für das dankbar bin, was ich habe. Ich würde dich oder mein Leben nie als selbstverständlich ansehen. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und darin stehst du im Mittelpunkt. Marcus, es tut mir so leid. Ich sehe, wie weh dir das tut. Ja. Weißt du, ich wollte ihr Liebe und Halt in ihrem Leben geben, nachdem sie so viel durchgemacht hat. Aber heiraten ist auch ein großer Schritt. Das hätte mir klar sein müssen. Ich dachte nur, es würde ihr... Ach, es ist doch egal, was ich denke, oder? Es ist vorbei, sie hat Nein gesagt. Ich wette, das hat sie nur gesagt, weil sie erst all das verarbeiten muss, was passiert ist. Nun, da steckt mehr dahinter, Bridget. Wie meinst du das? Ich habe sie gefragt, ob sie einen anderen hat. Sie hat's nicht verneint. Aha. Und wo ist sie jetzt? Noch oben in Big Bear. Sie will ihren Kopf freikriegen. Hör zu, ich muss wieder an die Arbeit. Marcus, es tut mir so leid. Mehr als du denkst. Danke. Oh Mann. Da draußen kommen Unmengen runter. Es ist unglaublich. Tja, vielleicht werden wir hier oben eingeschneit. Wie wäre das? Eingeschneit? Das wäre nicht schlecht. Dann wären wir vom Rest der Welt abgeschnitten. Das kann dauern. Es ist wunderbar, mit dir hier zu sein. Ich meine es ernst. Es ist unwichtig, was andere über uns denken. Es ist einfach richtig, es ergibt einen Sinn. Ich habe nachgedacht. Es ist mir egal, ob ich aus der Firma rausfliege
Es ist mir auch egal, ob mich meine Familie enterbt. Wenn wir zwei zusammenbleiben können, lass ich's drauf ankommen. Ich mein's ernst. Hör zu, du und ich. Wir zwei werden hier oben bleiben, okay? Mhm. Ist das egoistisch? Nein. Also, ich schätze, ich bin egoistisch, weil ich gar nicht aufhören kann, dich zu küssen. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir in L.A. sind. Ja, natürlich. Ich will über das alles jetzt nicht nachdenken. Ich will nur bei dir sein und mir Gedanken machen, was für wilde und verrückte Dinge mit dir anstellen könnte. Ich werde dich nicht fragen, was du vorhast. Das solltest du auch. Du wirst gleich voll die Panik kriegen, weil... Hast du die Dinger schon mal gesehen? Ich habe gehört, dass du eine sehr gute Skateboarderin bist. Ich hoffe, das zeigt sich auch auf der Piste. Ich will dich nämlich ungern blamieren. Oh, mich blamieren, ha? Vergiss es. Den wirst du brauchen. Ja. Den wir. Okay, gut. Nach dir. Vielen Dank. Mailbox, geh endlich ans Telefon. Ich hoffe, du bist nicht da oben bei Steffi. Ich bete zu Gott, dass du jetzt nicht bei Steffi bist. So, warte. Hey, du hast wirklich Talent. Also eins muss ich dir sagen, ich bin echt beeindruckt. Du bist ein richtiges Snowboard-Ass. Ich hatte so viel Spaß auf der Piste. Das war wirklich lustig. Hör mal zu. Hm? Ich mache uns jetzt einen Tee und wir wärmen uns auf. Oh ja. Okay? Ja. Du meine Güte. Was? Was ist? Das musst du dir ansehen. Schau mal, was ich gefunden habe. Jetzt weiß ich, woher Dad seinen Spitznamen hat. Zeig mal her. Bitteschön. Oh mein Gott. Honigbär? Ja. Oh mein Gott, das ist ja... Ich will's nicht haben. Leg's wieder zurück. Ich will das nein, nein, zurück. Nein, ich bitte nein. Rick. Das ist schon krass, wenn man sich das so vorstellt. Meine Güte. Steffi, es tut so gut, wieder mal richtig zu lachen. Hier für dich. Besonders nach all dem, was zu Hause ablief. Komm her. Ich bin ja so glücklich, dich bei mir zu haben. Deshalb müssen wir alle gut zusammenarbeiten und auf derselben Wellenlänge sein. Wir alle hier müssen an demselben Strang ziehen, damit das unsere erfolgreichste Kollektion wird. Wir müssen ein Gerücht in Umlauf setzen. Und exklusive Previews. Es darf nichts durchsickern, keine Previews. Niemand kriegt vor der Präsentation auf dem Laufsteg auch nur eines dieser Kleider zu sehen. Bis es soweit ist, lege ich Wert auf strengste Diskretion. Und welches Gerücht willst du in Umlauf setzen? Ein Geheimnis ist doch immer faszinierend. Naja, glücklicherweise sind bei dieser Kollektion keine Tricks nötig. Die Surfline verkauft sich gut, Stephanie. Mhm, dank Pams Bikini-Design. Geheimhaltung ist kein Trick. So haben wir hier immer gearbeitet. Es gab ein paar Mitwisser und sonst hatte niemand Zugang zu allen Dateien. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben all diese Schnitte und Entwürfe in einer sicheren Datenbank gespeichert. Nur einige wenige kennen den Code. Ich glaube, er wollte nur darauf hinweisen, dass unser Team zu groß ist. Wir haben alle was zu tun, Stephanie. Und was tust du? Außer zu modeln und Dad mit einer Honigflasche hinterher zu rennen? Okay, okay, also bitte keine privaten Reibereien am Arbeitsplatz. Yes, Sir, Mr. President. Danke, das genügt. Hört zu, egal was immer ihr über die Surfline, meine Beziehung mit Donna oder darüber, dass Rick Präsident ist, auch denken mögt. Wer nur herummeckert und wem das alles nicht passt, der kann gehen. Was soll das? Hey, hier geblieben, na kommt schon. Mal im Ernst, wir wollen doch alle, dass Forrester Creations erfolgreich ist. Dieser Mann hier vertraut uns. Wenn er nicht wäre, wären wir alle nicht hier. Ich finde, wir sollten uns wenigstens fair verhalten. Vielleicht ist das jetzt ein Wendepunkt für die Firma, für die Familie. Wenn es uns gelingt, unsere kleinen Differenzen beiseite zu legen, können wir alles erreichen. Alles, was in diesem Meeting besprochen wurde und alle internen Informationen, sollten nur bestimmten Personen zugänglich gemacht werden. Unglücklicherweise gehören nicht alle hier in diese Kategorie. Katie?
Ich bin Leiterin der PR-Abteilung. Du bist mit der Konkurrenz liiert. Nick und ich lassen unsere Arbeit im Büro. Katie, tut mir leid, ich mache mir Sorgen um deine Kontakte zur Presse. Wenn du den Journalisten eine Stellungnahme verweigerst, gehen sie zur Konkurrenz. Und wenn sie das Gefühl haben, du verheimlichst ihnen etwas, dann... Ja, sie werden mir Fragen stellen. Okay, ich werde nicht mehr in alles eingeweiht. Aber nicht wegen Nick. Er würde meine Position in der Firma nie gefährden. Du könntest wenigstens husten, wenn du reinkommst. Wo hast du denn das her? Das ist absolut fantastisch. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich von Clark so etwas sehe. Das ist nicht von Clark. Was? Ah, das ist ein Forrester-Design. Es ist von Eric. Schlicht und elegant. Das macht ihm keiner nach. Oh Gott! Wenn wir so einen Designer hätten, dann wären wir all unsere Probleme los. Ist das aus der neuen Kollektion? Keine Ahnung. Naja, es ist definitiv neu. Katie sollte ein wenig vorsichtiger sein und sowas nicht hier rumliegen lassen. Es ist mir gestern Abend geschickt worden. Per E-Mail. Wirklich? Von wem denn? Stürmische See. Damit wir uns über Wasser halten. Eine anonyme E-Mail? Ein Forrester-Design? Und gerade neu entworfen? Sieht so aus. Neu und schon geklaut, Mutter. Oh, Nicky. Da haben wir aber Glück. Das ist unsere Rettung. Du erwartest also von uns, dass wir hinter der Kollektion stehen. Stehst du nicht dahinter? Früher konnten wir uns alle identifizieren. Ich will, dass es wieder so wird. Deshalb dieser harte Kurs. Friss Vogel oder stirb. Hör zu, Schatz. Bis die Kollektion rauskommt, ist nicht mehr viel Zeit. Wenn du glaubst, ich hätte kein diplomatisches Geschick, dann tut es mir leid. Ich bin deine Tochter. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Schatz. Wirklich, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Du weißt es nicht, weil du mich nie danach gefragt hast. Wann warst du das letzte Mal in meinem Büro? Ich war hier oben von morgens bis abends beschäftigt, Felicia. Ich weiß, mit Donna und Rick und der Surfline und der neuen Kollektion und obendrein sollen wir dir alle zujubeln. Aber ich kann das nicht. Du hast dich zusammen mit Rick gegen Mutter gestellt. Nach allem, was diese Frau für dich getan hat. Das Wort Loyalität hat wohl keine Bedeutung mehr. Für keinen von uns. Gib her. Nicky, stell dir nur mal vor, was ein solches Design, nur ein einziges, vollkommenes Design Jackie M. bringen würde. Ja, nur leider kann es ein einzelnes Kleid nicht retten. Die Bank kündigt uns den Kredit. Was? Aber doch sicher nur, um neu zu verhandeln, richtig? Nein, sie wollen ihr Geld zurück. Und zwar sofort. Wenn sie es nicht kriegen, nehmen sie uns alles, was wir als Sicherheit geben können. Auch dein Geschäft. Nein, bitte nicht mein Geschäft, Nicky. Tut mir leid, Mutter. Ich weiß, was es dir bedeutet. Es muss dir nicht leid tun, okay? Bring das wieder in Ordnung. Stürmische See. Was? Los, öffne sie. Ja, öffne sie. Ich meine, es könnte vielleicht ein Tipp sein. Oh. Das ist noch viel schöner als das andere Kleid. Ich werde es löschen. Nein, das wirst du nicht. Ich habe nicht vor, Erics Entwürfe zu stehlen. Du wirst mir jetzt zuhören. Du bist kein Seemann mehr, okay? Dein Ehrenkodex zählt in der Welt der Mode nichts, absolut nichts. Hier bei uns kämpft jeder ausnahmslos nur für sich selbst.
Hey. Hi. Wie geht's dir? Ach, schön, dass du da bist. Schlimmen Tag gehabt? Jetzt nicht mehr. Gut. Oh, wow. Du wolltest mich sehen? Ja, richtig. Die Stoffe vom Thorn liegen im Hafen. Sie müssen abgeholt werden, denn die Zuschneider brauchen sie heute. Du verlangst von mir, dass ich sie abhole? Nein, nein, nein. Ich bin nicht dein Kurier. Hey, nein. Ich mach das. Ich fahre. Okay. Ich nehme dich mit. Und Felicia, unsere Lieferungen bleiben in Zukunft nicht so lange liegen. Jetzt fährst du also hin? Wieso hast du mich dann gerufen, liebst du Machtspielchen? Steffi, wir lassen uns das nicht gefallen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich fahr gern runter. Ich sollte ohnehin runter zu den Docks. Ich arbeite hier im Versand, oder? Kommandier deine eigene Familie herum, aber bitte lass meine in Ruhe. Wow, okay, du hast sie ganz schön verärgert. Ich weiß, das war Absicht. Oh, okay. Ich will Zeit mit dir verbringen. Oh. Wir dürfen nicht länger warten, Niki. Wir müssen mit diesen Designs noch heute in Produktion gehen. Und so tun, als wären sie von uns? Ja. Ja, wenn wir unsere Firma retten wollen. Findest du es nicht eigenartig, dass wir am Rande des finanziellen Ruins stehen und dann diese Entwürfe auftauchen, dass uns jemand gerade jetzt eine Rettungsleine zuwerfen will? Ich mache vorerst nichts, Mutter. Solange ich nicht weiß, wer sie uns schickt und warum. Dad? Komm ran, mein Sohn, komm ran. Ich möchte dich allein sprechen. Bitte. Oh, ja, sicher. Kein Problem. Ich habe heute schon mit deiner Schwester gesprochen. Dann weißt du ja, wieso ich hier bin. Du bist unzufrieden. Ja, das bin ich. Du spielst hier eine sehr wichtige Rolle, mein Sohn. Ja? Und was für eine Rolle? Den Ja-Sager? Meine Meinung ist dir nichts wert. Du willst mich nicht in deiner Nähe haben. Ich bin wieder eine Etage tiefer, Dad. Schon wieder im Untergeschoss. Und wer ist im Büro nebenan? Oder hier oben auf dem Korridor? Seit du mit Donna zusammen bist, bin ich... Nein, Moment mal. Es geht hier nicht um Donna, sondern um ihre Familie. Ist das meine Schuld, Dad? Ist es meine Schuld, dass man mich in die Ecke geschoben hat? Rich und Rick sind die erste Wahl. Ich bin nur ein Ersatzspieler, ein Mann für den Notfall, nein, aber nicht gut genug für das nicht. A-Team. Hör zu, du weißt... So du ist weißt es doch. Was soll ich wissen? Was soll ich wissen, Dad? Ich weiß, was ich sehe. Ich sehe meine beiden Halbbrüder, die einer nach dem anderen befördert und belohnt werden. Genau wie Donna und ihre Familie. Du sprichst öfter mit Owen als mit mir, Dad. Ich kümmere mich nur deshalb so wenig um dich, weil ich weiß, dass du auch ohne mich deinen Job gut machst, verstehst du? Oder vielleicht liegt es daran, dass mein Job so unbedeutend ist, dass kein Feedback nötig ist. Oh Gott, hör jetzt auf. Weißt du? Hör auf damit. So ist es nun mal. Rick trägt deinen Namen. Ich habe akzeptiert, dass er deinen Namen trägt. Aber ich arbeite hier schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ich habe es verdient. Ich will neben dich an die Spitze. Das, was du hier leistest, bleibt nicht unbemerkt. Es ist absolut wichtig. Ich bin auf dich angewiesen. Ich brauche dich, damit hier alle an einem Strang ziehen. Damit alle an einem Strang ziehen? Gott, am liebsten würde ich die ganze Firma kurz und klein hacken, Dad. Und wenn du so weitermachst, geht sowieso alles den Bach runter. Du vertraust den falschen Leuten. Rick ist ein bockiger kleiner Bengel, Dad. Und du belohnst ihn noch dafür. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Du bist nicht mehr mein Vater. Stephanie? Ach, nein, nicht jetzt bitte. Stephanie, warte. Hör zu, so kann es wirklich nicht weitergehen. Deine Familie gegen meine. Wir haben eine Verantwortung und damit auch eine Chance. Weißt du, ich habe Verständnis dafür, dass Eric alle unter einen Hut bringen möchte, aber ich bin anderer Meinung. Du willst das Beste für die Firma. Von welcher Firma sprechen wir denn?
Etwa von der neuen oder von meiner und Erics Firma? Das ist ein und dasselbe. Nein, das glaube ich nicht. Als ich früher hier durch die Korridore ging, war ich stolz auf alles. Wenn ich jetzt durchgehe, ist alles voll von Logans und das macht mich traurig. Und das macht auch meine Kinder sehr traurig. Ich weiß nicht, wie Rich es erträgt, deinen Sohn Tag für Tag hier zu sehen. Ich weiß einfach nicht, wie er das aushält. Er kommt zurecht. Meinst du? Das glaube ich nicht. Wenn du besser aufgepasst hättest, wäre dir bestimmt nicht entgangen, dass er leidet. Sollen wir jemandem sagen, dass wir wegfahren? Nein, definitiv nicht. Denn wenn niemand weiß, dass wir beide weggefahren sind, dann erwartet uns auch niemand zurück. Oh, dann sollten wir besser gehen, bevor uns noch jemand hier sieht. Aber bevor wir gehen... Bitte schick mich nicht wieder da raus. Donna ist rücksichtslos. Hast du Steffi gesehen? Ja, aber sie muss gleich weg. Fährt sie nach Hause? Nein, nach Long Beach. Thorns Lieferung ist angekommen. Oh, der Stoff für das neue, rückenfreie Kleid. Ja, er liegt im Hafen. Vielleicht sollte ich sie lieber dorthin begleiten. Nein, das macht Rick. Zuerst bat er mich, runterzufahren. Der kleine Dummkopf macht sich wichtig. Rick? Ja, Rick fährt sie hin. Rich! Was ist denn los? Rich! Was ist passiert? Wir hatten einen Unfall. Ich bring dich sofort ins Haus. Nein, Phoebe ist schwer verletzt. Was? Los, komm, wir müssen uns beeilen. Steffi. Oh mein Gott, Steffi. Wo willst du denn hin? Ich mache mir keinen Kopf, wer uns diese Designs schickt. Solltest du aber. Wieso? Es ist besser, wenn wir es nicht wissen. Das entlastet sowohl uns als auch unseren mysteriösen Wohltäter. Glaubst du wirklich, der anonyme Absender versucht uns zu helfen? Er will, dass wir uns über Wasser halten. Was willst du mehr? Die Schuld läge nicht bei uns. Wir könnten alles abstreiten. Was denkst du gerade? Ich denke drüber nach, dass Katie unsere Situation sehr genau kennt. Oh, Katie. Oh mein Gott, natürlich, das war Katie. Ich meine, sie konnte dir die Entwürfe nicht einfach so zustecken. Also da siehst du es, Nikki, sie möchte, dass wir diese Kleider produzieren. Und wenn jemand dahinter kommt, dann geht sie ins Gefängnis. Und das werde ich in jedem Fall zu verhindern wissen. Ich wollte die nur zurückbringen. Unter den gegebenen Umständen ist es besser, wenn ich sie nicht habe. Ich habe deine Loyalität nie in Frage gestellt. Nein, ich habe schon verstanden. Die Kollektion geheim zu halten, kann mit Sicherheit dazu beitragen, sie zu einem Erfolg werden zu lassen. Sie wird wahrscheinlich auch so ein Erfolg. Ich finde nämlich, dass sie wunderschön ist. Ich habe Werbevideos entwickelt und bin dabei immer mehr in Schwärmen geraten. Ich glaube, für elegantes Design setzt sie neue Maßstäbe. Ich danke dir für das Kompliment. Und ich weiß deine Integrität sehr zu schätzen. Das war Rich. Was ist los?
Teenie Design. Geheimhaltung ist kein Trick. So haben wir hier immer gearbeitet. Es gab ein paar Mitwisser. Und sonst hatte niemand Zugang zu allen Dateien. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben all diese Schnitte und Entwürfe in einer sicheren Datenbank gespeichert. Nur einige wenige kennen den Code. Ich glaube, er wollte nur darauf hinweisen, dass unser Team zu groß ist. Wir haben alle was zu tun, Stephanie. Und was tust du? Außer zu modeln und Dad mit einer Honigflasche hinterher zu rennen? Okay, okay, also bitte keine privaten Reibereien am Arbeitsplatz. Yes, Sir, Mr. President. Danke, das genügt. Hört zu, egal was immer ihr über die Surfline, meine Beziehung mit Donna oder darüber, dass Rick Präsident ist, auch denken mögt. Wer nur herummeckert und wem das alles nicht passt, der kann gehen. Was soll das? Hey, hier geblieben, na kommt schon. Mal im Ernst, wir wollen doch alle, dass Forrester Creations erfolgreich ist. Dieser Mann hier vertraut uns. Wenn er nicht wäre, wären wir alle nicht hier. Ich finde, wir sollten uns wenigstens fair verhalten. Vielleicht ist das jetzt ein Wendepunkt für die Firma, für die Familie. Wenn es uns gelingt, unsere kleinen Differenzen beiseite zu legen, können wir alles erreichen. Alles, was in diesem Meeting besprochen wurde und alle internen Informationen, sollten nur bestimmten Personen zugänglich gemacht werden. Unglücklicherweise gehören nicht alle hier in diese Kategorie. Katie? Ich bin Leiterin der PR-Abteilung. Du bist mit der Konkurrenz liiert. Nick und ich lassen unsere Arbeit im Büro. Katie, tut mir leid, ich mache mir Sorgen um deine Kontakte zur Presse. Wenn du den Journalisten eine Stellungnahme verweigerst, gehen sie zur Konkurrenz. Und wenn sie das Gefühl haben, du verheimlichst ihnen etwas, dann... Ja, sie werden mir Fragen stellen. Okay, ich werde nicht mehr in alles eingeweiht. Aber nicht wegen Nick. Er würde meine Position in der Firma nie gefährden. Du könntest wenigstens husten, wenn du reinkommst. Wo hast du denn das her? Das ist absolut fantastisch. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich von Clark so etwas sehe. Das ist nicht von Clark. Was? Ah, das ist ein Forrester-Design. Es ist von Eric. Schlicht und elegant. Das macht ihm keiner nach. Oh Gott! Wenn wir so einen Designer hätten, dann wären wir all unsere Probleme los. Ist das aus der neuen Kollektion? Keine Ahnung. Naja, es ist definitiv neu. Katie sollte ein wenig vorsichtiger sein und sowas nicht hier rumliegen lassen. Es ist mir gestern Abend geschickt worden. Per E-Mail. Wirklich? Von wem denn? Stürmische See. Damit wir uns über Wasser halten. Eine anonyme E-Mail? Ein Forrester-Design? Und gerade neu entworfen? Sieht so aus. Neu und schon geklaut, Mutter. Oh, Nicky. Da haben wir aber Glück. Das ist unsere Rettung. Du erwartest also von uns, dass wir hinter der Kollektion stehen. Stehst du nicht dahinter? Früher konnten wir uns alle identifizieren. Ich will, dass es wieder so wird. Deshalb dieser harte Kurs. Friss Vogel oder stirb. Hör zu, Schatz. Bis die Kollektion rauskommt, ist nicht mehr viel Zeit. Wenn du glaubst, ich hätte kein diplomatisches Geschick, dann tut es mir leid. Ich bin deine Tochter. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Schatz. Wirklich, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Du weißt es nicht, weil du mich nie danach gefragt hast. Wann warst du das letzte Mal in meinem Büro? Ich war hier oben von morgens bis abends beschäftigt, Felicia. Ich weiß, mit Donna und Rick und der Surfline und der neuen Kollektion und obendrein sollen wir dir alle zujubeln. Aber ich kann das nicht. Du hast dich zusammen mit Rick gegen Mutter gestellt. Nach allem, was diese Frau für dich getan hat. Das Wort Loyalität hat wohl keine Bedeutung mehr. Für keinen von uns. Gib her.
Nikki, stell dir nur mal vor, was ein solches Design, nur ein einziges vollkommenes Design Jackie M. bringen würde. Ja, nur leider kann es ein einzelnes Kleid nicht retten. Die Bank kündigt uns den Kredit. Was? Aber doch sicher nur, um neu zu verhandeln, richtig? Nein, sie wollen ihr Geld zurück. Und zwar sofort. Wenn sie es nicht kriegen, nehmen sie uns alles, was wir als Sicherheit geben können. Auch dein Geschäft. Nein, bitte nicht mein Geschäft, Nikki. Tut mir leid, Mutter. Ich weiß, was es dir bedeutet. Es muss dir nicht leid tun, okay? Bring das wieder in Ordnung. Stürmische See. Was? Los, öffne sie. Ja, öffne sie. Ich meine, es könnte vielleicht ein Tipp sein. Oh. Das ist noch viel schöner als das andere Kleid. Ich werde es löschen. Nein, das wirst du nicht. Ich habe nicht vor, Erics Entwürfe zu stehlen. Du wirst mir jetzt zuhören. Du bist kein Seemann mehr, okay? Dein Ehrenkodex zählt in der Welt der Mode nichts, absolut nichts. Hier bei uns kämpft jeder ausnahmslos nur für sich selbst. Hey. Hi. Wie geht's dir? Ach, schön, ganz dass gut. Du da bist. Schlimmen Tag gehabt? Jetzt nicht mehr. Gut. Wow. Du wolltest mich sehen? Ja, richtig. Die Stoffe von Thorn liegen im Hafen. Sie müssen abgeholt werden, denn die Zuschneider brauchen sie heute. Du verlangst von mir, dass ich sie abhole? Nein, nein, nein. Ich bin nicht dein Kurier. Hey, hey, nein, ich mach das. Ich fahre. Okay, ich nehme dich mit. Und Felicia, unsere Lieferungen bleiben in Zukunft nicht so lange liegen. Jetzt fährst du also hin? Wieso hast du mich dann gerufen, liebst du Machtspielchen? Steffi, wir lassen uns das nicht gefallen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich fahr gern runter. Ich sollte ohnehin runter zu den Docks. Ich arbeite hier im Versand, oder? Kommandier deine eigene Familie herum, aber bitte lass meine in Ruhe. Wow, okay, du hast sie ganz schön verärgert. Ich weiß, das war Absicht. Oh, okay. Ich will Zeit mit dir verbringen. Wir dürfen nicht länger warten, Nikki. Wir müssen mit diesen Designs noch heute in Produktion gehen. Und so tun, als wären sie von uns? Ja. Ja, wenn wir unsere Firma retten wollen. Findest du es nicht eigenartig, dass wir am Rande des finanziellen Ruins stehen und dann diese Entwürfe auftauchen, dass uns jemand gerade jetzt eine Rettungsleine zuwerfen will? Ich mache vorerst nichts, Mutter. Solange ich nicht weiß, wer sie uns schickt und warum. Dad? Komm ran, mein Sohn, komm ran. Ich möchte dich allein sprechen. Bitte. Oh, ja, sicher. Kein Problem. Ich habe heute schon mit deiner Schwester gesprochen. Dann weißt du ja, wieso ich hier bin. Du bist unzufrieden. Ja, das bin ich. Du spielst hier eine sehr wichtige Rolle, mein Sohn. Ja? Und was für eine Rolle? Den Ja-Sager? Meine Meinung ist dir nichts wert. Du willst mich nicht in deiner Nähe haben. Ich bin wieder eine Etage tiefer, Dad. Schon wieder im Untergeschoss. Und wer ist im Büro nebenan? Oder hier oben auf dem Korridor? Seit du mit Donna zusammen bist, bin ich... Nein, Moment mal. Es geht hier nicht um Donna, sondern um ihre Familie. Ist das meine Schuld, Dad? Ist es meine Schuld, dass man mich in die Ecke geschoben hat? Rich und Rick sind die erste Wahl. Ich bin nur ein Ersatzspieler, ein Mann für den Notfall, nein, aber nicht gut genug für das nicht. A-Team. Hör zu, du weißt... So du ist weißt es doch. Was soll ich wissen? Was soll ich wissen, Dad? Ich weiß, was ich sehe. Ich sehe meine beiden Halbbrüder, die einer nach dem anderen befördert und belohnt werden. Genau wie Donna und ihre Familie. Du sprichst öfter mit Owen als mit mir, Dad.
Ich kümmere mich nur deshalb so wenig um dich, weil ich weiß, dass du auch ohne mich deinen Job gut machst, verstehst du? Oder vielleicht liegt es daran, dass mein Job so unbedeutend ist, dass kein Feedback nötig ist. Oh Gott, hör jetzt auf. Weißt du? Hör auf damit. So ist es nun mal. Rick trägt deinen Namen. Ich habe akzeptiert, dass er deinen Namen trägt. Aber ich arbeite hier schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ich habe es verdient. Ich will neben dich an die Spitze. Das, was du hier leistest, bleibt nicht unbemerkt. Es ist absolut wichtig. Ich bin auf dich angewiesen. Ich brauche dich, damit hier alle an einem Strang ziehen. Damit alle an einem Strang ziehen? Gott, am liebsten würde ich die ganze Firma kurz und klein hacken, Dad. Und wenn du so weitermachst, geht sowieso alles den Bach runter. Du vertraust den falschen Leuten. Rick ist ein bockiger, kleiner Bengel, Dad. Und du belohnst ihn noch dafür. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Du bist nicht mehr mein Vater. Stephanie? Nein, nicht jetzt, bitte. Stephanie, warte. Hör zu, so kann es wirklich nicht weitergehen. Deine Familie gegen meine. Wir haben eine Verantwortung und damit auch eine Chance. Weißt du, ich habe Verständnis dafür, dass Eric alle unter einen Hut bringen möchte, aber ich bin anderer Meinung. Du willst das Beste für die Firma. Von welcher Firma sprechen wir denn? Etwa von der neuen oder von meiner und Erics Firma? Das ist ein und dasselbe. Nein, das glaube ich nicht. Als ich früher hier durch die Korridore ging, war ich stolz auf alles. Wenn ich jetzt durchgehe, ist alles voll von Logans. Und das macht mich traurig. Und das macht auch meine Kinder sehr traurig. Ich weiß nicht, wie Rich es erträgt, deinen Sohn Tag für Tag hier zu sehen. Ich weiß einfach nicht, wie er das aushält. Er kommt zurecht. Meinst du? Das glaube ich nicht. Wenn du besser aufgepasst hättest, wäre dir bestimmt nicht entgangen, dass er leidet. Sollen wir jemandem sagen, dass wir wegfahren? Nein, definitiv nicht. Denn wenn niemand weiß, dass wir beide weggefahren sind, dann erwartet uns auch niemand zurück. Oh, dann sollten wir besser gehen, bevor uns noch jemand hier sieht. Aber bevor wir gehen... Bitte schick mich nicht wieder da raus. Donna ist rücksichtslos. Hast du Steffi gesehen? Ja, aber sie muss gleich weg. Fährt sie nach Hause? Nein, nach Long Beach. Thorns Lieferung ist angekommen. Oh, der Stoff für das neue, rückenfreie Kleid. Ja, er liegt im Hafen. Vielleicht sollte ich sie lieber dorthin begleiten. Nein, das macht Rick. Zuerst bat er mich, runterzufahren. Der kleine Dummkopf macht sich wichtig. Rick? Ja, Rick fährt sie hin. Rich! Was ist denn los? Rich! Was ist passiert? Wir hatten einen Unfall. Ich bring dich sofort ins Haus. Nein, 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 Phoebe ist schwer verletzt. Was? Los, komm, wir müssen uns beeilen. Steffi. Oh mein Gott, Steffi. Wo willst du denn hin? Oh, Steffi. Ich mache mir keinen Kopf, wer uns diese Designs schickt. Solltest du aber. Wieso? Es ist besser, wenn wir es nicht wissen. Das entlastet sowohl uns als auch unseren mysteriösen Wohltäter. Glaubst du wirklich, der anonyme Absender versucht uns zu helfen? Er will, dass wir uns über Wasser halten. Was willst du mehr? Die Schuld läge nicht bei uns. Wir könnten alles abstreiten. Was denkst du gerade? Ich denke drüber nach, dass Katie unsere Situation sehr genau kennt. Oh, Katie. Oh mein Gott, natürlich, das war Katie. Ich meine, sie konnte dir die Entwürfe nicht einfach so zustecken.
Also da siehst du es, Nikki. Sie möchte, dass wir diese Kleider produzieren. Und wenn jemand dahinter kommt, dann geht sie ins Gefängnis. Und das werde ich in jedem Fall zu verhindern wissen. Katie! Hi! Hi! Ich wollte die nur zurückbringen. Unter den gegebenen Umständen ist es besser, wenn ich sie nicht habe. Ich habe deine Loyalität nie in Frage gestellt. Nein, ich habe schon verstanden. Die Kollektion geheim zu halten, kann mit Sicherheit dazu beitragen, sie zu einem Erfolg werden zu lassen. Sie wird wahrscheinlich auch so ein Erfolg. Ich finde nämlich, dass sie wunderschön ist. Ich habe Werbevideos entwickelt. Und bin dabei immer mehr in Schwärmen geraten. Ich glaube, für elegantes Design setzt sie neue Maßstäbe. Ich danke dir für das Kompliment. Und ich weiß deine Integrität sehr zu schätzen. Das war Rich. Was ist los? Forrester-Entwurf. Wer zum Teufel schickt mir das? Fantastisch. Ein Forrester-Klassiker. Ganz einfach toll. Oh, Eric, großartig und so wunderbar schlicht. Diese Kleider müssen wir wie wertvolle Kunstwerke vermarkten. Oh. Der Verkauf wird sicher schwierig. Unsere Kunden wussten schon immer Können und Leidenschaft eines Künstlers zu schätzen. Felicia hat nicht ganz Unrecht. Die Kollektion verkauft sich nicht von selbst. Das wäre vor ein, zwei Jahren noch so gewesen, aber heute nicht mehr. Deshalb müssen wir alle gut zusammenarbeiten und auf derselben Wellenlänge sein. Wir alle hier müssen an demselben Strang ziehen, damit das unsere erfolgreichste Kollektion wird. Wir müssen ein Gerücht in Umlauf setzen. Und exklusive Previews. Es darf nichts durchsickern, keine Previews. Niemand kriegt vor der Präsentation auf dem Laufsteg auch nur eines dieser Kleider zu sehen. Bis es soweit ist, lege ich Wert auf strengste Diskretion. Und welches Gerücht willst du in Umlauf setzen? Ein Geheimnis ist doch immer faszinierend. Naja, glücklicherweise sind bei dieser Kollektion keine Tricks nötig. Die Surfline verkauft sich gut, Stephanie. Mhm, dank Pams Bikini-Design. Geheimhaltung ist kein Trick. So haben wir hier immer gearbeitet. Es gab ein paar Mitwisser und sonst hatte niemand Zugang zu allen Dateien. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben all diese Schnitte und Entwürfe in einer sicheren Datenbank gespeichert. Nur einige wenige kennen den Code. Ich glaube, er wollte nur darauf hinweisen, dass unser Team zu groß ist. Wir haben alle was zu tun, Stephanie. Und was tust du? Außer zu modeln und Dad mit einer Honigflasche hinterher zu rennen? Okay, also bitte keine privaten Reibereien am Arbeitsplatz. Yes, Sir, Mr. President. Danke, das genügt. Hört zu, egal was immer ihr über die Surfline, meine Beziehung mit Donna oder darüber, dass Rick Präsident ist, auch denken mögt. Wer nur herummeckert und wem das alles nicht passt, der kann gehen. Was soll das? Hey, hier geblieben, na kommt schon. Mal im Ernst, wir wollen doch alle, dass Forrester Creations erfolgreich ist. Dieser Mann hier vertraut uns. Wenn er nicht wäre, wären wir alle nicht hier. Ich finde, wir sollten uns wenigstens fair verhalten. Vielleicht ist das jetzt ein Wendepunkt für die Firma, für die Familie. Wenn es uns gelingt, unsere kleinen Differenzen beiseite zu legen, können wir alles erreichen. Alles, was in diesem Meeting besprochen wurde und alle internen Informationen, sollten nur bestimmten Personen zugänglich gemacht werden. Unglücklicherweise gehören nicht alle hier in diese Kategorie. Katie? Ich bin Leiterin der PR-Abteilung.
Du bist mit der Konkurrenz liiert. Nick und ich lassen unsere Arbeit im Büro. Katie, tut mir leid, ich mache mir Sorgen um deine Kontakte zur Presse. Wenn du den Journalisten eine Stellungnahme verweigerst, gehen sie zur Konkurrenz. Und wenn sie das Gefühl haben, du verheimlichst ihnen etwas, dann... Ja, sie werden mir Fragen stellen. Okay, ich werde nicht mehr in alles eingeweiht. Aber nicht wegen Nick. Er würde meine Position in der Firma nie gefährden. Du könntest wenigstens husten, wenn du reinkommst. Wo hast du denn das her? Das ist absolut fantastisch. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich von Clark so etwas sehe. Das ist nicht von Clark. Was? Ah, das ist ein Forrester-Design. Es ist von Eric. Schlicht und elegant. Das macht ihm keiner nach. Oh Gott! Wenn wir so einen Designer hätten, dann wären wir all unsere Probleme los. Ist das aus der neuen Kollektion? Keine Ahnung. Naja, es ist definitiv neu. Katie sollte ein wenig vorsichtiger sein und sowas nicht hier rumliegen lassen. Es ist mir gestern Abend geschickt worden. Per E-Mail. Wirklich? Von wem denn? Stürmische See. Damit wir uns über Wasser halten. Eine anonyme E-Mail? Ein Forrester-Design? Und gerade neu entworfen? Sieht so aus. Neu und schon geklaut, Mutter. Oh, Nicky. Da haben wir aber Glück. Das ist unsere Rettung. Du erwartest also von uns, dass wir hinter der Kollektion stehen. Stehst du nicht dahinter? Früher konnten wir uns alle identifizieren. Ich will, dass es wieder so wird. Deshalb dieser harte Kurs. Friss Vogel oder stirb. Hör zu, Schatz. Bis die Kollektion rauskommt, ist nicht mehr viel Zeit. Wenn du glaubst, ich hätte kein diplomatisches Geschick, dann tut es mir leid. Ich bin deine Tochter. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Schatz. Wirklich, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Du weißt es nicht, weil du mich nie danach gefragt hast. Wann warst du das letzte Mal in meinem Büro? Ich war hier oben von morgens bis abends beschäftigt, Felicia. Ich weiß, mit Donna und Rick und der Surfline und der neuen Kollektion und obendrein sollen wir dir alle zujubeln. Aber ich kann das nicht. Du hast dich zusammen mit Rick gegen Mutter gestellt. Nach allem, was diese Frau für dich getan hat. Das Wort Loyalität hat wohl keine Bedeutung mehr. Für keinen von uns. Gib her. Nicky, stell dir nur mal vor, was ein solches Design, nur ein einziges, vollkommenes Design Jackie M. bringen würde. Ja, nur leider kann es ein einzelnes Kleid nicht retten. Die Bank kündigt uns den Kredit. Was? Aber doch sicher nur, um neu zu verhandeln, richtig? Nein, sie wollen ihr Geld zurück. Und zwar sofort. Wenn sie es nicht kriegen, nehmen sie uns alles, was wir als Sicherheit geben können, auch dein Geschäft. Nein, bitte nicht mein Geschäft, Nicky. Tut mir leid, Mutter, ich weiß, was es dir bedeutet. Es muss dir nicht leid tun, okay? Bring das wieder in Ordnung. Stürmische See. Was? Los, öffne sie. Ja, öffne sie. Ich meine, es könnte vielleicht ein Tipp sein. Oh. Das ist noch viel schöner als das andere Kleid. Ich werde es löschen. Nein, das wirst du nicht. Ich habe nicht vor, Erics Entwürfe zu stehlen. Du wirst mir jetzt zuhören. Du bist kein Seemann mehr, okay? Dein Ehrenkodex zählt in der Welt der Mode nichts, absolut nichts. Hier bei uns kämpft jeder ausnahmslos nur für sich selbst.
Hey. Hi. Wie geht's dir? Ach, schön, dass du da bist. Schlimmen Tag gehabt? Jetzt nicht mehr. Gut. Oh, wow. Du wolltest mich sehen? Ja, richtig. Die Stoffe von Thorn liegen im Hafen. Sie müssen abgeholt werden, denn die Zuschneider brauchen sie heute. Du verlangst von mir, dass ich sie abhole? Nein, nein, nein. Ich bin nicht dein Kurier. Hey, hey, nein, ich mach das. Ich fahre. Okay, ich nehme dich mit. Und Felicia, unsere Lieferungen bleiben in Zukunft nicht so lange liegen. Jetzt fährst du also hin? Wieso hast du mich dann gerufen, liebst du Machtspielchen? Steffi, wir lassen uns das nicht gefallen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich fahr gern runter. Ich sollte ohnehin runter zu den Docks. Ich arbeite hier im Versand, oder? Kommandier deine eigene Familie herum, aber bitte lass meine in Ruhe. Wow, okay, du hast sie ganz schön verärgert. Ich weiß, das war Absicht. Oh, okay. Ich will Zeit mit dir verbringen. Oh. Wir dürfen nicht länger warten, Nikki. Wir müssen mit diesen Designs noch heute in Produktion gehen. Und so tun, als wären sie von uns? Ja. Ja, wenn wir unsere Firma retten wollen. Findest du es nicht eigenartig, dass wir am Rande des finanziellen Ruins stehen und dann diese Entwürfe auftauchen, dass uns jemand gerade jetzt eine Rettungsleine zuwerfen will? Ich mache vorerst nichts, Mutter. Solange ich nicht weiß, wer sie uns schickt und warum. Dad? Komm ran, mein Sohn, komm ran. Ich möchte dich allein sprechen. Bitte. Oh, ja, sicher. Kein Problem. Ich habe heute schon mit deiner Schwester gesprochen. Dann weißt du ja, wieso ich hier bin. Du bist unzufrieden. Ja, das bin ich. Du spielst hier eine sehr wichtige Rolle, mein Sohn. Ja? Und was für eine Rolle? Den Ja-Sager? Meine Meinung ist dir nichts wert. Du willst mich nicht in deiner Nähe haben. Ich bin wieder eine Etage tiefer, Dad. Schon wieder im Untergeschoss. Und wer ist im Büro nebenan? Oder hier oben auf dem Korridor? Seit du mit Donna zusammen bist, bin ich... Nein, Moment mal. Es geht hier nicht um Donna, sondern um ihre Familie. Ist das meine Schuld, Dad? Ist es meine Schuld, dass man mich in die Ecke geschoben hat? Rich und Rick sind die erste Wahl. Ich bin nur ein Ersatzspieler, ein Mann für den Notfall, nein, aber nicht gut genug für das A-Team. Hör zu, du weißt... So ist es doch. Was soll ich wissen? Was soll ich wissen, Dad? Ich weiß, was ich sehe. Ich sehe meine beiden Halbbrüder, die einer nach dem anderen befördert und belohnt werden. Genau wie Donna und ihre Familie. Du sprichst öfter mit Owen als mit mir, Dad. Ich kümmere mich nur deshalb so wenig um dich, weil ich weiß, dass du auch ohne mich deinen Job gut machst, verstehst du? Oder vielleicht liegt es daran, dass mein Job so unbedeutend ist, dass kein Feedback nötig ist. Oh Gott, hör jetzt auf. Weißt du? Hör auf damit. So ist es nun mal. Rick trägt deinen Namen. Ich habe akzeptiert, dass er deinen Namen trägt. Aber ich arbeite hier schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ich habe es verdient. Ich will neben dich an die Spitze. Das, was du hier leistest, bleibt nicht unbemerkt. Es ist absolut wichtig. Ich bin auf dich angewiesen. Ich brauche dich, damit hier alle an einem Strang ziehen. Damit alle an einem Strang ziehen? Gott, am liebsten würde ich die ganze Firma kurz und klein hacken, Dad. Und wenn du so weitermachst, geht sowieso alles den Bach runter. Du vertraust den falschen Leuten. Rick ist ein bockiger, kleiner Bengel, Dad. Und du belohnst ihn noch dafür. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Du bist nicht mehr mein Vater. Stephanie? Oh, nein, nicht jetzt bitte. Stephanie, warte. Hör zu, so kann es wirklich nicht weitergehen. Deine Familie gegen meine. Wir haben eine Verantwortung und damit auch eine Chance. Weißt du, ich habe Verständnis dafür, dass Eric alle unter einen Hut bringen möchte, aber ich bin anderer Meinung. Du willst das Beste für die Firma. Von welcher Firma sprechen wir denn?
Etwa von der neuen oder von meiner und Erics Firma? Das ist ein und dasselbe. Nein, das glaube ich nicht. Als ich früher hier durch die Korridore ging, war ich stolz auf alles. Wenn ich jetzt durchgehe, ist alles voll von Logans und das macht mich traurig. Und das macht auch meine Kinder sehr traurig. Ich weiß nicht, wie Rich es erträgt, deinen Sohn Tag für Tag hier zu sehen. Ich weiß einfach nicht, wie er das aushält. Er kommt zurecht. Meinst du? Das glaube ich nicht. Wenn du besser aufgepasst hättest, wäre dir bestimmt nicht entgangen, dass er leidet. Sollen wir jemandem sagen, dass wir wegfahren? Nein, definitiv nicht. Denn wenn niemand weiß, dass wir beide weggefahren sind, dann erwartet uns auch niemand zurück. Oh, dann sollten wir besser gehen, bevor uns noch jemand hier sieht. Aber bevor wir gehen... Bitte schick mich nicht wieder da raus. Donna ist rücksichtslos. Hast du Steffi gesehen? Ja, aber sie muss gleich weg. Fährt sie nach Hause? Nein, nach Long Beach. Thorns Lieferung ist angekommen. Oh, der Stoff für das neue, rückenfreie Kleid. Ja, er liegt im Hafen. Vielleicht sollte ich sie lieber dorthin begleiten. Nein, das macht Rick. Zuerst bat er mich runterzufahren. Der kleine Dummkopf macht sich wichtig. Rick? Ja, Rick fährt sie hin. Rich! Was ist denn los? Rich! Was ist passiert? Wir hatten einen Unfall. Ich bring dich sofort ins Haus. Nein, Phoebe ist schwer verletzt. Was? Los, komm, wir müssen uns beeilen. Steffi. Oh mein Gott, Steffi. Wo willst du denn hin? Ich mache mir keinen Kopf, wer uns diese Designs schickt. Solltest du aber. Wieso? Es ist besser, wenn wir es nicht wissen. Das entlastet sowohl uns als auch unseren mysteriösen Wohltäter. Glaubst du wirklich, der anonyme Absender versucht uns zu helfen? Er will, dass wir uns über Wasser halten. Was willst du mehr? Die Schuld läge nicht bei uns. Wir könnten alles abstreiten. Was denkst du gerade? Ich denke drüber nach, dass Katie unsere Situation sehr genau kennt. Oh, Katie. Oh mein Gott, natürlich, das war Katie. Ich meine, sie konnte dir die Entwürfe nicht einfach so zustecken. Also da siehst du es, Nikki. Sie möchte, dass wir diese Kleider produzieren. Und wenn jemand dahinter kommt, dann geht sie ins Gefängnis. Und das werde ich in jedem Fall zu verhindern wissen. Ich wollte die nur zurückbringen. Unter den gegebenen Umständen ist es besser, wenn ich sie nicht habe. Ich habe deine Loyalität nie in Frage gestellt. Nein, ich habe schon verstanden. Die Kollektion geheim zu halten, kann mit Sicherheit dazu beitragen, sie zu einem Erfolg werden zu lassen. Sie wird wahrscheinlich auch so ein Erfolg. Ich finde nämlich, dass sie wunderschön ist. Ich habe Werbevideos entwickelt. Und bin dabei immer mehr in Schwärmen geraten. Ich glaube, für elegantes Design setzt sie neue Maßstäbe. Ich danke dir für das Kompliment. Und ich weiß deine Integrität sehr zu schätzen. Das war Rich. Was ist los? Oh, Steffi!
Matthew, bleib hier! Das war Ridge. Was macht... Pass auf! Oh Gott! Nein! Phoebe, steig aus dem Wagen! Phoebe? Ridge! Ich meine Steffi, steig sofort aus! Sag mal, was soll denn das? Hier sind die Entwürfe. Hast du sie eingescannt? Ja, und alle haben wie besprochen Kopien bekommen. Gut, leg sie einfach dorthin. In ungefähr einer Stunde habe ich noch mehr für dich. Wie du meinst. Thorn? Bist du noch verärgert? Spielt das eine Rolle? Ja, aber natürlich. Klar, aber du willst ja nichts daran ändern. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Etwa Rick feuern, wie deine Mutter das möchte? Er könnte meinen Job kriegen, ich sein. Das ist unmöglich, das weißt du. Alles ist möglich, Vater. Die Firma gehört dir. Aber ich werde bestimmt nicht darum betteln, glaub mir. Du warst für diese Firma schon immer unentbehrlich. Anscheinend entbehrlicher als Rick. Großartig. Sie sind fantastisch. Ein unverhoffter Glücksfall. Das sind gestohlene Entwürfe von Forrester. Mit Glück hat das nichts zu tun. Die haben wir doch nicht gestohlen. Entschuldige mal. Nein, wir nicht, aber die Person, die sie uns geschickt hat. Katie kennt unsere verzweifelte Lage und sie hat Zugang dazu. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Katie etwas mit der Sache zu tun hat. Ich glaube, du ziehst etwas voreilige Schlüsse. Nein, das glaube ich nicht. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Wow, ihr habt ja einiges verändert. Ja, haben wir. Ich habe die Boutiquen mit dem Modehaus fusioniert. Jetzt heißt unsere Firma Jackie M. Designs. Gefällt mir. Ich lasse euch beide mal allein. War nett, dich zu sehen. Hat mich auch gefreut. Also, wie geht's meiner Dame des Herzens? Sie hat schrecklich viel Arbeit. Mhm. Die Modenschau steht vor der Tür. Sie ist schon in einer Woche. Aber da du dringend mit mir reden willst, bin ich sofort hierher geeilt. Sollen wir die Tür schließen? Nein, ich mag es, wenn andere zusehen. Ich bin bereit, du auch? Das kann warten. Okay. Wir haben zuerst einiges zu besprechen. Dad, was ist denn los? Ich möchte einfach nicht, dass du mit ihm mitfährst. Wir wollten nur eine Lieferung überprüfen. Das weiß ich. Ich will nicht, dass du in seinem Wagen mitfährst. Ridge! Ist was passiert? Was hast du, Ridge? Ridge! Oh mein Gott, alles in Ordnung. Mir geht's gut, alles bestens. Regt euch bitte nicht auf. Schatz, du bist derjenige, der sich beruhigen soll. Mir geht's gut, alles okay. Nein, jetzt atme erst mal tief durch und entspann dich. Okay, und jetzt erzähl uns, was vorgefallen ist. Felicia hat gesagt, dass sie zu den Docks wollten, um eine Lieferung zu überprüfen. Und da hast du einen Schreck gekriegt, weil sie mit Rick mitgefahren ist. Ja, ich musste sofort an Phoebe denken. Es geht mir gut, Dad. Ja, ich weiß, meine Kleine. Ich wollte aber kein Risiko eingehen. Schon gut, das ist kein Problem. Wir lassen jemand anders die Lieferung kontrollieren. Steffi, wir gehen mit deinem Vater nach oben. Tut mir leid. Bitte entschuldige, dass ich deswegen eine Szene gemacht habe, Schatz. Schon gut. Komm, gehen wir nach oben.